Wir sind einfach eine Etage höher, von 4 auf die 5. Wir befinden uns jetzt auch vorne im Schiff. Und zwar haben wir hier noch Anchors and Away. Away, 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 I don't know. Das ist nochmal so für abends für kleine Shows, Karaoke, halt eine kleine Bar, ja, wo man sich noch was zu trinken holen kann. Tagsüber finden hier auch diverse Veranstaltungen statt. Jetzt auch zum Beispiel, wo man sich Informationen holen kann. Ja, hier auch ganz nett gemacht. So ein Schiffchen und was ja knatschbunt, wie auf amerikanischen Schiffen so üblich. Aber gut, ja, da vorne die Bühne und dann habt ihr die Übersicht auch hier mal. Aber wie gesagt, also ist jetzt kein Riesenschiff. Wir waren das große, wo wir mal drauf waren. Freedom of the Seas oder Marina of the Seas. Da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Auch abends natürlich abwechslungsreicher. Aber gut, mein Gott, die kleinen Schiffe haben auch Vorteile. Die halten in kleineren Häfen an. Man sieht andere Ziele, andere Destinations. Von daher muss man halt wissen, was man möchte. Hier sind die Shops, wo man am besten mit der Frau nicht hingeht. Könnte teuer werden. Ja, also angefangen vom Taschenshop, da habe ich auch schon eine halbe Stunde verbracht mit meiner Liebsten. Ich konnte sie aber überreden, da wieder rauszugehen, ohne etwas zu kaufen. Vielleicht muss ich jetzt heute Abend noch dran glauben. So, dann hier ein Schnaps-Shop. Da gibt es Schnaps und Likör. Dann Uhren-Sale. Hier alles für einen Zehner, alles 20% off. Hier T-Shirts. Mittlerweile, zeige ich euch mal eben, gehen die Schiffe auch dahin über. Auch hier Hilfiger und so weiter anzubieten. Also immer mehr Marken kommen auch auf die Schiffe. Ja, da hinten Juwelen, Uhren, hier nochmal Taschen. Darf ich, wie gesagt, jetzt gleich gar nicht erzählen, dass hier schon wieder so eine Verkaufsveranstaltung ist. Dann lande ich nämlich gleich auch wieder hier. Ja, Uhren und zu guter Letzt, was darf nicht fehlen, Parfümshop. Auch nochmal ein kurzer Blick da rein. Ich sage immer, wenn die Adler hier wieder um die ganzen Sachen kreisen, irgendwann schlagen sie zu. So, ja, also, dann geht's weiter. Jetzt gehen wir wieder so nach hinten ins Schiff. Ist nicht so groß, also man hat, wie gesagt, ist ganz relaxed, ganz entspannt. Hat man hier einmal Service Desk oder Guest Service, wo man Kreditkarte registrieren kann. Sämtliche Fragen werden da beantwortet. Hier haben wir Shore Excursion Deck, wo man halt Landausflüge buchen kann oder umbuchen kann, stornieren kann, neue buchen kann, wie auch immer, wie man möchte. Und ja, dann hier so das Atrium, hatte ich euch ja gerade schon von unten gezeigt. Also normalerweise ist das jetzt hier alles frei und man hat dann hier die Stühlchen und Tischchen stehen, auch da am Rand und kann dann wie hier oben entspannt drumherum sitzen. Ja. Also jetzt ist ja gerade hier Action wieder angesagt. Und da sind die Kollegen, die für die Ausflüge zuständig sind. Also wir haben 3 Ausflüge gebucht übers Schiff. Und zwar einfach nur die Transfers, weil die Häfen jetzt teilweise sehr weit weg waren. Und ich meine, wir sind schon risikofreudig. Aber das Schiff nachher zu verpassen und mit dem Taxi dann zu fahren, haben wir uns erspart. So, wir sind hier gestartet, Singapur. Sind dann nach Koh Samui, Bangkok. Dann hier Kambodscha. Die Namen könnt ihr selbst lesen, ich kann es gar nicht aussprechen. Ho Chi Minh, also Saigon, Nha Trang. Ja, hier der Ort, der ist so ein bisschen, wenn man da bleibt und an dem Hauptstrand ist, ist sehr stark von den russischen Landsleuten besucht. Dann Da Nang, also da waren wir dann, haben wir den Ausflug gemacht nach Hoi An, was sich lohnt. Und jetzt sind wir irgendwo hier, gerade aktuell.
Und morgen sind wir in Hongkong. Das ist so die Tour, die wir gerade machen. So, und jetzt haben wir trotzdem Glück, weil, ja, wir waren ja gerade unten und da konnte ich euch ja nicht den Speisesaal zeigen. Aber das machen wir jetzt mal, auch wenn sie mich jetzt hier wieder rausschicken. Das ist jetzt der untere Bereich vom Speisesaal. Oben sieht es prinzipiell genauso aus, ja. Also auf zwei Etagen. Nee, wir sind jetzt oben, Entschuldigung. Gottes Willen. Da hinten ist unser Tisch übrigens. Komm, zeige ich euch mal eben. Und das ist dann hier unten. Hier haben die dann so eine kleine Showtreppe, wo dann die Kellner auch schon mal so eine kleine Show veranstalten. Da so ein bisschen Piano. Für einen Abend haben sie es mal gemacht. Und da ist unser Tisch. Da. Na, sitzen wir mit 2, 4, 6, 8 Leuten, ne? Ja, richtig? 8, ja. Ja, das ist hier die Geschichte vom Speisesaal. Na, hier kann man auch frühstücken unten, aber das ist das, was ich gesagt habe. Ja, man kann nicht einfach irgendwo hin, sondern man wird dann an den großen Tisch gesetzt und ja, man hat da natürlich ein schönes Buffet, aber ansonsten weiß ich nicht. Also, ein paar Kaffee ist schon ganz gut. Okay, ich sag mal so, dann haben wir Deck 5 auch. Ja, so ist nicht so groß und ganz entspannt. Und dann machen wir an der Stelle nochmal einen Stopp und gucken nochmal, was noch ganz oben ist. Auf 6 und 7 sind noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Dann haben wir das Schiff im Grunde genommen schon im Kasten.